Einen angenehmen Sonntagvormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressestunde. Rekordinflation, Lieferengpässe, drohende Versorgungsknappheit bei Gas und Öl. Die österreichische Wirtschaft und nicht nur sie steht vor gewaltigen Herausforderungen. Grund sind die weltweiten Belastungen durch die Corona-Pandemie und der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wie muss die Regierung jetzt gegensteuern, um die drohenden Krisen zu bewältigen? Welche Rezepte helfen gegen die Teuerung und wie kann man Menschen mit niedrigen Einkommen wirksam entlasten? Das sind nur einige Themen, über die wir heute mit Gabriel Felbermayr, dem Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, sprechen wollen. Herzlich willkommen, Herr Professor. Grüß Gott. Die Fragen stellt mit mir Veronika Dollner. Sie leitet das Ressort Innenpolitik in der Kleinen Zeitung. Auch Ihnen einen angenehmen Sonntagvormittag. Ja, Herr Professor Felbermayr, Sie haben viel Erfahrung als Wirtschaftsforscher und wir haben es schon angesprochen, wir befinden uns in sehr turbulenten Zeiten. Bevor Sie WIFO-Chef wurden, waren Sie schon in München und auch in Kiel als Wirtschaftsforscher aktiv. Jetzt sind wir in einer multiplen Krise, könnte man fast sagen, für die es vermutlich für den Wirtschaftsforscher keine Rechenmodelle gibt oder keine Präzedenzfälle gibt in diesem Ausmaß. Wie darf man sich die Arbeit eines Wirtschaftsforschers unter diesen Prämissen vorstellen? Schwierig. Ich glaube, für uns alle ist es schwierig, für die Politik, für die Verwaltung, für die Unternehmen, für die Menschen in Österreich und natürlich für uns am Wirtschaftsforschungsinstitut auch. Die Lage ändert sich laufend. Wir haben immer noch die Nachwirkungen der Corona-Krise zu spüren. Die geht zwar in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen zurück, aber es taucht die nächste Krise auf. Und wir hoffen sehr, dass nicht am Horizont sich schon wieder was Neues anbahnen könnte. Das ist schon eine Situation, die ein Institut wie das WIFO unter Stress setzt, weil wir sozusagen wie auch alle anderen auch in Nebel stochen bei vielen Dingen. Nicht? Also wie soll man eine Prognose machen, wenn letztlich das Schicksal auch der österreichischen Volkswirtschaft im Kreml bestimmt wird und wir da über das Verhalten des mächtigen Mannes überhaupt keine gute Prognose machen können. Ähnlich war das mit dem Virus. Auch da war es sehr schwer zu prognostizieren, wie sich die nächste Variante darstellt. Und selbst im Herbst, der uns jetzt ins Haus steht, wissen wir ja auch nicht, ob nicht doch noch eine Virusvariante auftaucht, die gefährlich ist. Also insgesamt schwierig. Viele Menschen am Institut arbeiten härter, als sie es je gemacht haben. Und wir versuchen, das Beste zu machen, wie alle anderen in Österreich auch. Wir versuchen auch, die eine oder andere Prognose heute hier von Ihnen sozusagen zu hören. Das, was uns im Moment am meisten Sorgen macht, ist die Energieversorgung. Mhm. Im Moment fließt ja Öl und Gas noch aus Russland durch die Ukraine zu uns. Aber die EU-Kommission ist gerade dabei, ein sechstes Sanktionspaket vorzubereiten. Morgen wird es dazu einen Gipfel geben. Mhm. Was da in Diskussion steht, ist ein Ölembargo. Das heißt, dass die EU sagt, wir holen uns kein Öl mehr aus Russland. Da ist es noch ein Tauziehen im Moment. Wie groß wären denn die Auswirkungen eines solchen Embargos auf die österreichische Wirtschaft? Wenn wir nur über Öl sprechen, sind die Auswirkungen nicht so groß. Direkt Rohöl aus Russland wird in Österreich kaum mehr importiert. Da hängen wir eher indirekt dran. In Deutschland ist russisches Rohöl wichtiger und aus Deutschland kommen dann viele Produkte, Diesel zum Beispiel, der in Deutschland mit russischem Rohöl raffineriert wird. Für uns ist die große Frage in Österreich, ob kasachisches Erdöl weiter nach Österreich gelangen kann. Denn das muss ja über das Territorium der Russischen Föderation geleitet werden. Und wenn die Russen das nicht mehr zulassen, als Reaktion eines Embargos zum Beispiel, dann hätten wir auch in Österreich ein Problem. So würden die Dinge, wenn das nicht kommt und das und kasachisches Öl weiter nach Österreich gelangt, würden die Auswirkungen klein sein, aber von ihrer Wirkung dann doch wieder eindeutig. Nämlich noch ein bisschen mehr Druck bei der Inflation, weil ja sozusagen Produkte, vor allem Diesel, Benzin, Heizöl, noch mal teurer werden könnten. Das ist schon 0,3, 0,5, vielleicht ein bisschen mehr Prozentpunkte bei der Inflation. Ja, es kommt darauf an, hier wie viel schon überhaupt erwartet wurde von den Märkten. Manche dieser Embargo-Konsequenzen sind schon in den Preisen. Wie viel, das lässt sich schwer sagen. Und auch beim Wachstum würde natürlich ein so ein Ölembargo noch mal Dämpfung bringen, allerdings in überschaubarem Ausmaß. Überschaubar in Zeiten sozusagen dieser großen
Krisen. Nicht überschaubar, wenn wir darüber reden würden in einem normalen Jahr. Wir reden über 0,3 Prozentpunkte vielleicht. Das ist aktuell, denkt man, nicht viel. In einer Zeit, wo wir normales Wachstum hätten, so also 1,8, 2 Prozent, wären 0,3 schon viel. Noch gravierender wäre allerdings, wenn kein Gas aus Russland mehr nach Österreich kommen würde. Für dieses Szenario wie in Österreich werden ja Vorbereitungen getroffen. Man weiß, dass es einen 3-Stufen-Plan gibt, wo weitestgehend festgelegt ist, wer in welcher Situation wen informieren soll. Man weiß, dass eine Reserve angelegt wird an russischem, also an Gas, damit im Ernstfall noch etwas da ist. Und man weiß, dass es dann zu einer Energielenkung kommen würde. Jetzt kritisieren viele, dass das nicht genug ist. Wie sehen Sie das? Wird da ausreichend vorbereitet für diesen Fall? Ganz ehrlich, wir wissen auch nicht wirklich Bescheid über Details. Uns würde brennend interessieren, wie man die Energielenkung wirklich vornehmen würde, wenn es denn soweit kommt. Das ist auch eine Forderung, die man aus der Wirtschaft häufig hört. Wie viel Gas kriege ich denn dann überhaupt noch, fragen viele Unternehmen und ganz zu Recht. Wir meinen, dass man einerseits sozusagen grobe Sektoren mit Zuteilung bedenken muss, dass also klar ist, wer prioritär Erdgas kriegen soll und dann auch, je nachdem, wie viel Erdgas zur Verfügung steht, wie viel. Aber dass man dann innerhalb dieser Sektoren jetzt nachdenken sollte, wie man das Gas effizient verteilt, zum Beispiel mit einem Auktionsmechanismus. Weil wir können uns nicht leisten, wenn das Gas knapp ist, dass wir es verschwenden. Dass es dann an Branchen oder Unternehmen geht, die mit diesem Gas nicht die maximale Wertschöpfung für die österreichische Volkswirtschaft herausholen. Wertschöpfung, das klingt abstrakt, aber das heißt zum Beispiel, dass weiter dort Brot produziert werden kann, wo man das effizient machen kann. Also wo dann auch wirklich pro Einheit Gas viel Output herauskommt. So eine Auktion von Gasmengen, die ohnehin schon limitiert sind, wie soll denn das konkret funktionieren? Naja, wir haben ja Erfahrung mit Auktionen. Die Funklizenzen wurden zum Beispiel auktioniert. Das wäre natürlich jetzt ganz anders. Da ist allerdings kein Zeitdruck. Ja, das ist in so einer Situation Zeit dafür? Es muss Zeit sein. Also wir müssten jetzt die Vorbereitungen treffen. Deswegen haben wir ja schon vor ein paar Wochen ein Papier dazu veröffentlicht. Wir müssen jetzt überlegen, wie man eine solche Auktion veranstaltet. Da gibt es natürlich viele Fragen. Das kann man so oder so ausgestalten. Aber wenn man glaubt, man kann das dann in der Hitze des Gefechtes bürokratisch festlegen, dann glaube ich, wird man ein blaues Wunder erleben. Dann wird das Hauen und Stechen um die Restgasmengen ausbrechen. Wer soll denn dann wirklich abgedreht werden, innerhalb einer Branche zum Beispiel? Ja? Und wer soll welche Mengen kriegen? Wollen wir wirklich dann mit dem Rasenmäher arbeiten und sagen, egal wie hoch der Nutzen von Gas ist in unterschiedlichen Einrichtungen, jeder kriegt um 30 Prozent weniger. Das wäre volkswirtschaftlich gar nicht gut. Und eines wissen wir, obwohl es nicht klar ist, wie hoch die volkswirtschaftlichen Kosten eines Gaslieferstopps wären. Sie wären viel höher, wenn die notwendige Rationierung im Chaos endet. Deswegen glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, nicht nur klar festzulegen, wer bei bestimmten Mengen, ja, dass, wenn viel Gas da ist, ist alles viel leichter, nicht? Aber dann für bestimmte Mengen, die da sind, wer kriegt welche Mengen und wie können wir das Feintuning innerhalb der Branchen hinkriegen? Das muss man jetzt vorbereiten. Jetzt sagen Sie, diese Verteilung soll dann nicht bürokratisch geregelt werden. Bei einer Auktion wird es bis zu einem gewissen Grad der Markt regeln, dass die Unternehmen, die liquide sind, dann teures Gas kaufen können, andere das nicht kaufen können, dann womöglich nicht produzieren können. Ist das nicht sehr riskant, dass wir dann vielleicht am Ende in Österreich Zigaretten produzieren können, aber keine Gleitlager für Windräder mehr zum Beispiel? Drum kann es die Auktion allein ja nicht sein. Ich habe ja gesagt, wir brauchen eine grobe Zuteilung für die einzelnen Sektoren, dass der Lebensmittelsektor prioritär behandelt werden muss, nicht, dass dort das Gas nicht fehlen darf und dass gerade bei den Zigaretten vielleicht diese Priorität nicht gegeben ist. Das müsste man schon vorher klären. Aber dann innerhalb der Branchen, nicht, wenn wir keine Vollzuteilung im Lebensmittelsektor hinkriegen, ja, das wäre schlimm, wenn das der Fall wäre. Aber wenn wir sagen müssen, der Lebensmittelsektor kriegt um 10% weniger, als er braucht, wo sollen denn dann die 10% eingespart werden? Ich hoffe sehr, dass wir genügend Speicher haben im Herbst, dass dort im Lebensmittelsektor alles Gas da ist, das benötigt wird. Dann gehen wir ein paar Stufen weiter, in der Metallindustrie zum Beispiel, wer soll denn da bedacht werden, mit welchen Mengen, wenn wir dort nicht mehr die vollen Liefermengen garantieren können. Und da ist eine Auktion schon gut, weil da sichergestellt ist, dass dort, wo die höchste
Werthaltigkeit der Produkte da ist, da ist dann auch die höchste Liquidität, wenn Sie so wollen, dass dort das Gas eingesetzt wird. Wichtig wäre natürlich, dass man Begleitmaßnahmen hat und dass die Unternehmen sozusagen nicht aus, sozusagen aus falschen Gründen nicht liquide sind. Ja? Also wenn irgendwo, vielleicht auch aus Folge der Corona-Krise, Eigenkapitalengpässe sind, obwohl da ein wichtiges und vielleicht auch zukünftig profitables Geschäft vorliegt, muss man sehen, dass die Banken Liquidität zur Verfügung stellen. Aber würden Sie diese Auktion sozusagen für alle Betriebe sehen? Oder gibt es welche, wo Sie sagen, die sind so systemrelevant, dass sie von einer Auktion ausgenommen würden? Und welche wären das? Also nochmal, wir brauchen zunächst einmal die Zuteilung nach groben Sektoren. Und da ist klar, dass wir als allererstes das Gas bei den Haushalten fließen lassen müssen. Das sieht auch das Energielenkungsgesetz vor. Als nächstes muss man sich über alle anderen systemrelevanten Sektoren Gedanken machen. Wir brauchen hinreichend Gas in der Stromproduktion. Wenn da sozusagen Ausgleichsenergie fehlt, dann kann es zu Blackouts kommen, obwohl vielleicht genügend Wind, Sonne und Wasserstrom da ist. Nicht? Da ist Gas kritisch als Ausgleichsenergie. Wir müssen uns fragen, wie kriegen wir Krankenhäuser, soziale Dienste dazu, dass sie genügend Gas haben. Und was dann noch übrig bleibt, das muss verteilt werden. Und da ist die Gefahr, dass wir da im Herbst Chaos erleben und dass dieses Chaos dann den viel größeren volkswirtschaftlichen Schaden auslöst als der Mangel von Gas selbst. Aber ich stelle fest, Sie haben zwar eine Idee, wie es sein sollte, aber was im Moment in der Regierung gerade vorbereitet wird oder welche Pläne es da konkret gibt oder ob es Pläne gibt, das wissen Sie nicht. Wir könnten besser informiert sein, ja, das kann ich schon so sagen. Sie haben auch eine Idee vorgeschlagen, wenn es jetzt um das Ölembargo geht, um das ja im Moment gerade diskutiert wird. Es gibt einfach EU-Länder, die sagen, sie sind so abhängig vom Öl, dass sie einem Embargo nicht zustimmen würden. Ihre Empfehlung, die Empfehlung des WIFO ist jetzt kein Embargo, sondern Importzölle. Das heißt, die EU-Mitgliedsländer würden einen Zoll zahlen auf das Einführen von russischem Öl. Und da stellen sich für mich auch viele Fragen. Wer würde denn diese Zölle einheben und was würde mit diesen Zöllen passieren? Ja, die Frage ist leicht beantwortet, weil wir haben ja viele Zölle, die die Europäische Union in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einhebt. Ja, auf fast alles, was wir importieren, wird ein Zoll erhoben, häufig sehr niedrig, manchmal höher. Und genau diesen Apparat kann man natürlich einsetzen, um die Importe von russischem Erdöl zu bezollen. Andere Öllieferungen nicht. Also alles, was also Erdöl, das nicht aus Russland kommt, würde weiter zollfrei nach Europa gelangen. Die Zolleinnahmen, die dann entstehen, die werden geteilt. Auch das ist sozusagen gute alte Praxis in der Europäischen Union zwischen der EU selber und den Mitgliedstaaten. Da kann man sich sicherlich in dem Fall noch überlegen, ob nicht der Schlüssel, mit dem man die Einnahmen teilt, ein anderer sein soll, weil ja die direkten Ölimporte für manche Mitgliedsländer sehr schwierig zu ersetzen sind. Ungarn zum Beispiel, die werden dann eben diese Zölle bezahlen müssen. Und da macht es Sinn, dass ein hoher Anteil dieser Zolleinnahmen auch in Ungarn landen und nicht nach Portugal oder Irland verteilt werden. Aber der große Vorteil eines Zolls ist, dass eigentlich beliebige Mengen an Rohöl weiter importiert werden können, allerdings nicht zu dem aktuellen Dumpingpreis. Man muss sich ja vor Augen halten, dass russisches Öl, das Urals, zurzeit um $35 günstiger ist auf den Spotmärkten als Nordseeöl. Das heißt, wer weiter russisches Erdöl importiert, immer auf sozusagen aktuell nicht lange Lieferverträge, sondern auf den Spotmärkten, der macht ja ein super Geschäft. Nicht produziert dann mit Diesel und Benzin, verkauft den zu den hohen Preisen auf dem europäischen Markt. Da haben wir, glaube ich, auch in Österreich, in Deutschland und anderswo in der EU ein großes Interesse, dass aus diesen Preisdifferenzen, die jetzt existieren, nicht enorme Profite entstehen für die Raffinerien, die weiter russisches Öl am Spotmarkt kaufen. Aber der Lenkungseffekt, um den es geht, wäre, dass man sozusagen russisches Öl nicht mehr in dem Ausmaß importiert wie jetzt, weil es durch diesen Zoll teurer würde. Ja, genau. Es gibt aber Verträge, die Ölunternehmen haben mit russischen Herstellern. Und die sind zum Teil so, dass man zahlen muss, egal ob man es nimmt oder nicht. Wie kann das funktionieren? Also wo ist die Grenze des Lenkungseffekts? Ja. Also wir würden diese Zollidee auf Neugeschäfte anwenden. Ja? Auch nur auf Neugeschäften wird dann ja auch
der Geschäftspartner in Russland sich überlegen, welchen Preis setze ich denn fest, damit insgesamt das Geschäft noch attraktiv bleibt für Ungarn oder andere Importeure. Wir gehen davon aus, dass dann im Neugeschäft Russland auch niedrigere Preise ansetzen muss, wie wir das auf den Spotmärkten ja auch schon sehen. Die langfristigen Lieferverträge, die würden da zunächst einmal noch nicht berührt sein, sondern erst nach Auslaufen käme dann der Zusatzzoll dazu. Das ist alles langfristig angelegt, nicht? Aber es geht ja hier auch um eine Perspektive über mehrere Jahre hinaus, dass wir über bis 2025 oder 2027, je nach EU-Land, ja, aus den russischen Energielieferungen aussteigen wollen. Und da wird die Lenkungswirkung eines solchen Zolls schon wichtig sein, weil man weiß, dass russisches Erdöl in Zukunft teurer sein wird, weil da ein Zoll drauf liegt, als Erdöl aus anderen Quellen. Das wäre natürlich dann auch eine Maßnahme, die schon jetzt sehr hohe Inflation weiter einmal in einen weiteren Schritt treiben würde. Mhm. Aber wenn wir uns kurz mal anschauen, wie die Situation der Inflation in den letzten Jahren, und da schauen wir uns die Jahresinflation an, dazu haben wir eine Grafik vorbereitet, eine Schätzung für das heurige Jahr sind 5,8% für Gesamtinflation für das heurige Jahr. Wenn man sich aber die Energiepreise anschaut, die ja die Inflation am meisten treiben, ist vom März zum März über ein Jahr Heizöl zum Beispiel um fast 120% teurer geworden, Gas um mehr als 70, Strom um mehr als 16%. Also das sind schon heftige Zahlen. Wie ernst ist denn diese Lage tatsächlich? Also es gibt jetzt auch Stimmen, die sagen, da wird eine gewisse Inflationshysterie befeuert von manchen Seiten. Ist der Alarmismus berechtigt angesichts dieser Entwicklung? Ja, absolut. Also die Zahlen sprechen ja eine doch recht eindeutige Sprache. Nicht? Wir hatten in den letzten Jahrzehnten keine Teuerungsraten in dieser Höhe. Wir sind volkswirtschaftlich gar nicht darauf eingestellt, mit so hohen Inflationsraten umzugehen. Und die 5,8%, die Sie da sehen, das ist die März-Schätzung des WIFO, die werden wir jetzt auf 6,5% nach oben revidieren müssen. Da ist dann übrigens auch der Effekt eines Ölembargos dann schon eingepreist. Und man sieht natürlich, wenn da was passiert, und da ist Zoll und Embargo wirken ziemlich gleich. Ja? Das ist egal, ob man Embargo macht oder Zölle. Es kommt zu einer Verknappung von russischem Erdöl und dann auch den daraus entstehenden Produkten am europäischen Markt. Und das treibt die Preise selbstverständlich nach oben. Das freut mich natürlich nicht. Ne? Aber die Wirkung wäre dann eben nicht 5,8, sondern eher 6,5. Die Situation ist ja dann die, dass wir in Österreich viele Sozialleistungen zum Beispiel, aber auch im Steuersystem, viele Pauschalbeträge nicht an die Inflation anpassen. Das ist erträglich, wenn die Inflation so wie in den letzten Jahren bei 1,5-2% liegt. Wenn wir jetzt 6% haben, 6,5% haben, im nächsten Jahr knapp 4% und so weiter, dann ist dieses System, wie wir es bisher haben, nicht mehr durchhaltbar. Ja? Und deswegen ist das schon ein Thema, das man sehr ernst nehmen muss. Jetzt gab es schon Antiteuerungspakete der Regierung. Das ist ein weiteres in Vorbereitung. Eine Anpassung der Sozialleistungen an die Inflation war bisher noch nicht beinhaltet. Sie sagen, das muss jetzt kommen. Das wäre dringend notwendig. Wenn nicht dauerhaft, das würde ich sehr begrüßen, dass man sagt, wir wollen ab sofort dafür sorgen, dass eigentlich alle Sozialleistungen, vielleicht auch unterjährig, wenn der Inflationsdruck zu stark wird, angepasst wird. Wenn nicht permanent, dann doch zumindest jetzt für die kommende Periode, ne, weil wir 6,5 Prozentpunkte Inflation, heißt ja, dass in vielen Haushalten, die keine Ersparnis haben, dass dann eben in diesem Ausmaß wirklich der Konsum zurückgefahren werden muss. Und wir wissen, dass es gar nicht wenige Haushalte gibt in Österreich, die an der Armutsgrenze operieren und wo ein Verzicht nicht einfach bedeutet, jetzt fahre ich halt einen Tag kürzer auf Urlaub oder ich gehe einmal pro Monat weniger essen, sondern das bedeutet, dass man sich wesentliche Dinge nicht mehr leisten kann. Schon im letzten Winter, sagt die Statistik Austria, war es so, dass 6% der Haushalte ihre Wohnungen nicht hinreichend warm halten konnten. Nicht? Und da ist der Ausgleich dieses Inflationsdrucks wichtig, damit sowas nicht wirklich Existenznöte hervorbringt. So ein Ausgleich, sagen Sie, soll dann nicht dauerhaft eingeführt werden, sondern nur für den
Zeitraum der Krise? Nein, ich würde es lieber dauerhaft haben. Mhm. Wenn das nicht gelingt an politischen Widerständen, ja, dann wäre zumindest ein temporärer Ausgleich gut, dass man sagt, wir machen das jetzt in dieser Krise. Wir hatten ja noch vor eineinhalb Jahren uns gar nicht vorstellen können, dass wir übers Jahr gerechnet 6,5% Teuerung haben werden. Im Juni, Juli mehr als 7, vielleicht sogar 8%. Das war nicht vorstellbar. Jetzt haben wir diese enormen Preissprünge. Das heißt, wenigstens jetzt, ad hoc, müssten wir diese Preisentwicklung in den Sozialleistungen einpreisen. Besser wäre es, wenn man das System umstellt. Wir kommen nicht wieder zurück, jedenfalls nicht wieder schnell zurück zu den niedrigen Inflationsraten, die wir gewohnt waren. Und deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, jetzt auch in die Zukunft hinein eine Indizierung von Sozialleistungen vorzunehmen. Das heißt, im Grunde wünschen Sie sich einen Automatismus, dass Mindestsicherung, das Pflegegeld, das Familienbeihilfe automatisch der Inflation angepasst wird. Würde das im Umkehrschluss auch heißen, dass wenn die Inflation wieder sinkt, dass dann auch der Betrag, der als Mindestsicherung ausbezahlt wird, wieder sinkt? Nein, der würde ja nicht sinken. Eine niedrigere Inflationsrate heißt ja, dass die Preise nicht mehr so stark steigen, also nicht um 6,5% steigen, sondern vielleicht nur mehr um 4 oder dann hoffentlich bald mal auch nur mehr um 2. Dass die Inflationsrate wirklich negativ wird, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Aber ja, der Vorschlag würde bedeuten, dass man, wenn insgesamt das Leben günstiger wird, dass man damit dann auch die nominalen Auszahlbeträge anpassen könnte. Passiert ist das kaum mal in der Vergangenheit und kaum in einem anderen Land, Japan vielleicht. Also das ist eher etwas für die Theorie. Mhm. Wichtig wäre aber, dass man sich überlegt, was ist denn eigentlich der adäquate Preisindex? Ja? Weil wir hier haben ganz andere Inflationsraten in unseren Familien und persönlich als unsere Nachbarn. Und wir wissen genau, dass Menschen, die nah an der Armutsgrenze sind, ganz andere Güter konsumieren und Dienstleistungen als Menschen, die weit davon entfernt sind. Das heißt, man sollte sich auch fragen, was ist denn eigentlich der richtige Preisindex, dessen Steigerungsrate man dann hernehmen sollte, um Sozialleistungen zu indizieren. Also nicht die Inflation insgesamt, sondern da gibt es ja dann auch immer unterschiedliche Warenkörbe zum Beispiel, genau, die sich ja auch unterschiedlich entwickeln. Ganz genau. Das wäre eine ihrer Forderungen oder Vorschläge, sagen wir es mal so. Mhm. Andere Länder haben auch schon versucht, die Teuerung ein bisschen einzufangen, gegenzuwirken, zum Beispiel mit einer Mehrwertsteuersenkung. Ist das etwas, was Sie sich, da gibt es auch in Österreich die Forderung, Mehrwertsteuersenkung auf die wichtigsten Lebensmittel, die man unbedingt braucht, Grundnahrungsmittel, wie auch immer man die definieren möchte. Halten Sie das für eine gute Idee? Ja, da sind wir eher skeptisch am Wirtschaftsforschungsinstitut, weil eine Mehrwertsteuersenkung allen, auch denen, die gar keine Erleichterung brauchen, helfen würde. Und das wäre deswegen fiskalisch sehr teuer. Daher ist es besser, soziale Transfers zu erhöhen, zum Beispiel durch den Inflationsausgleich. Oder man könnte auch Teuerungspakete, die ja schon geschnürt wurden, die könnte man noch mal aufdoppeln. Da kann man noch mal 150 Euro, 300 Euro drauflegen, wenn die Preisentwicklung so hoch ist und dauerhaft so hoch bleibt. Das halten wir für geeigneter, als die Mehrwertsteuer abzusenken. Jede Mehrwertsteuerabsenkung bedeutet ja irgendwann auch wieder, dass man zurückkehrt zum Normaltarif und dann kommt der Inflationsschub dort. Das heißt, das verschiebt nur das Problem, währenddem wir jetzt mit einer Indizierung der Sozialleistungen und oder einer Aufdopplung der bereits existierenden Programme sehr schnell, sehr gezielt denen helfen können, die es brauchen. Das heißt aber nicht, dass man nur sozusagen auf diese Notfallpläne schaut. Ich glaube, wir müssten uns auch Gedanken machen, wie denn eigentlich ein vernünftiges Steuersystem aussieht, ja, wo man auch über Inflationsausgleich nachdenken muss. Jedes Prozent Inflation bedeutet Mehreinnahmen von 300 Millionen Euro in den öffentlichen Budgets. Wenn wir 6% haben, dann erhöht sich schleichend, ohne dass irgendein Parlament irgendetwas beschlossen hätte, die Steuerlast für die Bürger um 1,8 Milliarden Euro. Wenn es nächstes Jahr 4% Inflation sind, dann kommen nochmal 1,2 Milliarden dazu und so weiter. Das sozusagen auf Schienen zu stellen, dass das nicht automatisch passiert, wäre auch ganz wichtig. Das hilft jetzt nicht sozusagen ad hoc. Es hilft auch nicht nur den Ärmsten. Das ist etwas, das sehr breit wirkt. Da kann man sagen, das ist dann die Gießkanne. Aber es ist eine Gießkanne, die aus steuerstrukturpolitischen Gründen, aus demokratiepolitischen Gründen eine gute wäre.
Das ist jetzt diese sogenannte kalte Progression, von der Sie sprechen. Ja, da würden wir gerne noch im Detail drauf zurückkommen, wie Sie sich das vorstellen, dass man dieses System verändern kann. Zuerst hätte ich aber noch eine Frage zu den Lohnnebenkosten, weil das ist in einem Antiteuerungspaket, ist eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge von 0,5 Prozentpunkten bereits beschlossen worden. Sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Sie haben zum Beispiel angeregt, dass die Notstandshilfe aus der Arbeitslosenversicherung herausgenommen werden soll. Wenn man sich die Lohnnebenkosten anschaut und was da alles beinhaltet, sind da auch Dinge drinnen, die auf den ersten Blick mit dem Faktor Arbeit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Zum Beispiel ein Betrag für den Familienlastenausgleichsfonds, Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und so weiter. Es ist drinnen eine Kommunalabgabe, es sind drinnen verschiedene Versicherungen. Sehen Sie diese Situation jetzt auch als Anlass, dass man sich dieses ganze Paket Lohnnebenkosten noch einmal anschauen muss, was da eigentlich reingehört und was man anders finanzieren muss? Ja, danke, dass Sie das Thema aufbringen. Ja, absolut. Also der Vorschlag, bei der Arbeitslosenversicherung anzusetzen, der hat genau diesen Hintergrund, nämlich Lohnnebenkosten zu senken. Und wir reden ja gerade über eine Reform der Arbeitslosenversicherung. Da wird ja gerade dran gearbeitet. Deswegen ist das ein Punkt, der da möglicherweise auch in einem Gesamtpaket berücksichtigt werden könnte. Wenn wir darüber reden, wie wir die Familienförderung finanzieren, wenn wir das in einem großen Reformpaket angehen, dann muss ganz zentral die Frage sein, wie kriegen wir die Finanzierung des FLAF, des Familienlastenausgleichsfonds aus den Lohnnebenkosten raus. Wohnförderung, auch so etwas, nicht? Ein Wohnbauförderungsbetrag wird auch über die Lohnnebenkosten finanziert. Das macht wenig Sinn und führt dazu, dass wir in Österreich im Vergleich zu den allermeisten OECD-Staaten eine sehr große Belastung des Faktors Arbeit haben. Wenn Sie Einzelverdiener anschauen, dann sind wir im OECD-Vergleich auf Platz 3. Ja, das sind fast 30 Länder, sozusagen, die Arbeit weniger stark belasten. Und wenn wir wollen, dass sich Arbeit auszahlt, wenn wir wollen, dass mehr Menschen auch arbeiten gehen, länger arbeiten gehen, mehr Stunden auf den Arbeitsmarkt bringen, das werden wir brauchen in Zukunft, dann ist diese Lohnnebenkostensenkung ein ganz zentrales Element. Bei der Arbeitslosenversicherung ist sozusagen die Gunst der Stunde da, finde ich, weil wir eben gerade darüber verhandeln, währenddem man ein Neuaufstellen der Subventionierung von Wohnbau, das müsste man verhandeln und auch neu sozusagen in ein Paket einbauen, weil da vieles dranhängt. Ähnlich ist es bei der Frage, wie man die Familienförderung finanziert. Aber da stellt sich auch die Frage, wie Sie gerade richtig sagen, finanziert, da stellt sich die Frage, wenn man es nicht in den Lohnnebenkosten hat, wo soll man es dann hernehmen? Genau. Aus anderen budgetären Einnahmen, da wurde jetzt viel diskutiert, die Zufallsgewinne der großen Energiebetriebe, allen voran Verbund, abzuschöpfen. Mhm. Das hat für großen Aufschrei teilweise gesorgt. Die Verbundaktie ist eingebrochen. Mhm. Jetzt hat der Verbund ein bisschen versucht, mit Einzelmaßnahmen da ein bisschen gegenzulenken. Aber grundsätzlich, es muss ja, wenn wir aus den Lohnnebenkosten Dinge rausnehmen und trotzdem diese Transferleistungen weiter anbieten wollen und werden, woher soll das Geld kommen? Es braucht eine Gegenfinanzierung, das ist ganz klar. Und dann wird man auch da in Österreich an ein paar Tabus rangehen müssen. Nicht? Also diese großen Finanzvolumina, die über die Lohnnebenkosten finanziert werden, das hat in Österreich ja auch Tradition, das ist eine sozialpartnerschaftliche Tradition, aus der das herauskommt. Was wir mittlerweile auch in Österreich ein bisschen wie eine heilige Kuh behandeln, ist die Tatsache, dass es bei uns keine Erbschaftssteuer gibt, zum Beispiel. Und ich glaube, dass das schon Elemente wären, die man sehr ernsthaft diskutieren müsste und die als Gegenposition herhalten müssen, wenn man wirklich sagt, wir wollen den Faktor Arbeit entlasten. Das muss ja nicht, das kann man alles ausgestalten, nicht? Also eine Vermögensteuer würde ich sagen, nein, weil das sozusagen aus dem laufenden Betrieb ja bezahlt werden müsste. Einer Erbschaftssteuer stehe ich sehr viel positiver entgegen. Da geht es dann aber auch um die Frage, wie kann das fair festgestellt werden, wie kann man feststellen, wie kann man sicherstellen, dass da nicht neue Härten ausgelöst werden, wie kann man das unbürokratisch machen und so weiter. Aber da haben wir auch eine Sonderlösung, eine Sondersituation, weil in fast allen anderen OECD-Staaten natürlich die
die Erbschaften besteuert werden. Und da kommt ja in Zukunft sehr viel auf uns zu. Die Volumina, die vererbt werden, werden sehr viel größer. Das ist auch leistungsfreies Einkommen, wenn man so will, oder leistungsfreien Vermögensübertrag. Deswegen wäre sich das anzusehen, glaube ich, schon wichtig. Das heißt, der Vorschlag der Gewerkschaft zum Beispiel, dass es eine, Sie nennen es Reichensteuer, aber es ist eine Erbschaftssteuer für alle Erbschaften über 1 Million Euro Volumina, von am Anfang 0,5% und dann steigt es an auf bis zu 2%. Diesem Vorschlag können Sie aus volkswirtschaftlicher Perspektive etwas abgewinnen? Darüber muss man reden. Nicht? Also wir Steuern sind volkswirtschaftlich immer eine Belastung. Ja? Das bedeutet immer, dass das Verhalten angepasst wird. Nicht? Wenn die Belastung von Arbeit hoch ist, dann haben wir möglicherweise weniger Arbeitsangebot. Viele sagen sich, na, und das gehe jetzt nicht. Stocke ich mein Arbeitspensum nicht von 30 auf 40 Stunden in der Woche auf, obwohl wir das vielleicht volkswirtschaftlich bräuchten. Wenn ich Erbschaften belaste, dann kann das bedeuten, dass weniger Vermögen gebildet wird. Und das ist auch wichtig. Vermögen heißt Kapital, das produktiv in der Volkswirtschaft zur Verfügung steht. Wenn ein Unternehmer weiß, wenn ich mein Unternehmen übertrage an meinen Sohn, da kommt der Fiskus und kassiert mit, dann wird er versuchen, wie er das gestalten kann. Vielleicht baut er auch weniger Vermögen auf, was für Österreich nicht gut wäre. Das heißt, man muss ja immer sozusagen zwischen Übel wählen. Aber wir brauchen eine Finanzierung der Staatsaktivitäten. Und es scheint mir hier relativ einsichtig zu sein, dass die große Belastung des Faktors Arbeit, der belastet ja nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der belastet auch die Betriebe, nicht die hohe Löhne oder insgesamt hohe Lohnkosten haben, dass da eine Absenkung dringender wäre und weniger, also volkswirtschaftlich mehr Sinn machen würde, als wenn man sagt, wir lassen die Sache beim Status quo, greifen dafür Dinge wie die Erbschaftssteuer nicht an. Höhere Löhne ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon eine Frühlingsrunde der Kollektivvertragsverhandlungen erlebt, die normalerweise eigentlich relativ geräuschlos über die Bühne geht. Dieses Mal gab es da doch auch lautere Töne. Die Elektro- und Elektronikindustrie ist mit einer Forderung von einem Plus von 6%, hat man schon lange nicht mehr gehört, in die Verhandlungen gegangen, hat am Ende 4,8% bekommen. Im Herbst kommt dann sozusagen das, was wir immer erleben, Metallerlohnrunde, meistens auch sehr mit großen Begleittönen. Was rechnen Sie da? Wie wird das heuer aussehen? Und vor allem, Sie haben auch schon gesagt, die Löhne steigen, die Inflation muss abgegolten werden, die Gefahr einer Lohnpreisspirale wird auch immer wieder angesprochen. Wie werden denn die Kollektivvertragsverhandlungen heuer ausschauen? Es wird sicher ganz schwierig, das ist klar. Ein Problem, das wir haben mit der hohen Inflation aktuell, ist, dass sie zu großen Teilen nicht hausgemacht ist. Ja, davon haben wir ja am Anfang gesprochen. Es sind eben importierte Energieprodukte, die die Inflation so stark antreiben. Wenn wir jetzt sagen, dass etwa 12 Milliarden Euro an Kaufkraft verschwunden ist bei den Menschen in Österreich oder im Verschwinden begriffen ist, dann ist das ja Kaufkraft, die nicht an österreichische Unternehmen transferiert wurde, sondern die fast zur Gänze ins Ausland fließt, in die Kassen der Ölscheichs und so weiter. Und das heißt, dass das, was zur Verfügung steht, um es umzuverteilen in Lohnverhandlungen, kleiner ist als die Inflationsrate. Nicht? Deswegen muss man hier volkswirtschaftlich sehr, sehr umsichtig umgehen. Und ich glaube, dass wir in Österreich eigentlich besser aufgestellt sind als fast alle anderen Länder in der EU, weil wir eine Tradition der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit haben. Die muss sich in diesem Herbst bewähren. Und der Dritte im Bunde, das wäre dann doch auch der Finanzminister, der nochmal sich fragen kann, mit welchen Maßnahmen, zum Beispiel mit der Abschaffung oder Eindämmung der schon genannten kalten Progression, kann ich den Tarifpartnern helfen, dass es Lösungen gibt, die einerseits die Kaufkraft der Österreicherinnen und Österreicher erhalten und andererseits aber Sorge tragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft nicht verloren geht, vor allem der Exportwirtschaft. Anderswo sind die Inflationsraten teilweise höher als bei uns, aber in vielen Ländern außerhalb Österreichs ist das, außerhalb der Europäischen Union ist das nicht der Fall. Wenn Sie in die Schweiz schauen, Inflationsrate 2,5%. Ja, Japan. Wir haben andere Rahmenbedingungen, das genau. Muss man auch sagen. Aber wir stehen mit diesen Ländern im Wettbewerb. Das ist richtig. Wenn Sie schon die kalte Progression noch mal angesprochen haben, also diese schleichende Steuererhöhung, wäre das eine Möglichkeit? Finanzminister Brunner hat ja schon angekündigt, er will das jetzt wirklich in Angriff nehmen, nachdem auch die Landeshauptleute gesagt haben, sie wollen das gerne machen, scheinen doch die Vorzeichen jetzt mal relativ positiv zu sein. Aber könnte das ein Weg sein, dass man parallel zu den Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst auch sagt, die kalte Progression wird angegriffen, sprich das, was ich
mehr bekomme, wird nicht zu einem größeren Teil wieder von einer Steuer aufgefressen. Ganz genau. Genau, das wäre die Logik, dass das, was verhandelt wird, man spricht ja immer über Brutto-Nominallöhne, also nicht, da ist die Steuer noch nicht verrechnet, auch die Preissteigerung noch nicht verrechnet. Aber was den Menschen natürlich wichtig ist, sind die Nettolöhne und dann wieder die Netto-Reallöhne, also preisbereinigt. Und damit sozusagen das für die Menschen aufgeht, wäre eine solche Eindämmung der kalten Progression eine gute Idee. Auch da, wenn wir ins Ausland schauen, müssen wir feststellen, dass wir in Österreich immer schon davon reden oder schon lange davon reden, die kalte Progression anzugehen. Es ist nie passiert. Andere Länder haben es gemacht. In der Schweiz gibt es einen Automatismus, in Schweden sogar noch einen weitergehenden, ja, der über die Inflation hinausgeht und das Lohnsummenwachstum zum Anker nimmt. Auch in Deutschland. Ich glaube, dass das deutsche Modell für uns in Österreich durchaus ein gutes sein könnte. Da ist es so, dass alle zwei Jahre ein Steuerprogressionsbericht vorgelegt wird. Da wird abgeschätzt, um wie viel mehr der Staat Steuereinnahmen lukriert, nur aus der Inflation heraus. Und diese Summe muss dann durch Anpassungen der Tarifgrenzen an die Haushalte, an die Familien zurückgegeben werden. Aber wie genau das passiert, das ist dem Parlament überlassen. Das heißt, man kann dann sagen, die unteren Grenzen im Einkommensteuertarif, die heben wir stark an. Das ist in Deutschland immer passiert. Ja? Und die oberen Grenzen nicht so stark. Das heißt, das deutsche Modell würde Spielräume übrig lassen, damit man die Steuerstruktur nicht einfriert und sie sozusagen politisch gestalten kann. Und das funktioniert in Deutschland eigentlich relativ geräuschlos und wäre, nachdem da ein funktionierendes System da ist, aus einem Rechtsraum, der uns verwandt ist, auch etwas, das man relativ gut umsetzen könnte, ohne sozusagen das Risiko in Kauf zu nehmen, dass in der Umsetzung große Dinge schieflaufen. Und damit würde eben ein gewisser politischer Spielraum auch erhalten bleiben. Genau. Das würde ich gerne zum nächsten Thema überleiten. Mhm. Um überhaupt einen Lohn zu bekommen, muss man einer Arbeit nachgehen. Mhm. Und da gibt es am Arbeitsmarkt momentan eine massive Schieflage. Mhm. Es sind hunderttausende Stellen, die unbesetzt sind. Und quer durch alle Branchen gibt es eine große Klage, dass es nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt? Wo ist da das Problem? Naja, also wir haben immer noch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit in Österreich. Sie ist zwar gesunken, Gott sei Dank, muss man sagen, und sie geht auch im Trend zurück seit ein paar Jahren, aber wenn wir mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauskriegten auf den Arbeitsmarkt, dann würden die da zur Verfügung stehen. Gerade auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit haben wir in Österreich ein Problem oder bei Arbeitslosigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit ausländischen Staatsbürgerschaften, also Da ist Österreich auch schlechter als viele andere Länder. Das ist sozusagen auf der Angebotsseite ein wichtiger Punkt. Dann haben wir das Thema, dass wir in Österreich nicht gut sind, die Frauenbeschäftigung so auszubauen, wie das in Skandinavien zum Beispiel, in Schweden der Fall ist oder auch in Frankreich. Wenn wir da aufschließen würden auf diese Best-Practice-Fälle, dann könnte man schnell mal 150.000, 200.000 Personen mehr auf den Arbeitsmarkt bringen. Das Gleiche gilt bei der Beschäftigungsquote der über 55-Jährigen, ja noch mehr bei der über 60-Jährigen, 60 bis 65. Wenn wir da anschließen würden auf das, was in vielen OECD-Staaten schon praktiziert wird, könnte man auch noch mal 100, 150.000 Personen für den Arbeitsmarkt gewinnen. Das heißt, in Summe haben wir einerseits ein Angebotsproblem. Ja? Da wären 300.000, 400.000 Menschen aktivierbar. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch auf der Nachfrageseite durch sehr, sehr personalintensive Berufe, wo die Nachfrage zugenommen hat, einfach auch Druck. Nicht? Also die Pflege zum Beispiel. Die Tatsache, dass das Gesundheitssystem schneller wächst als das Bruttoinlandsprodukt oder auch die Arbeitsnachfrage dort schneller wächst als im Durchschnitt, aus demografischen Gründen. Nicht? Das bedeutet, dass da Druck entsteht oder viel Arbeitskraftnachfrage kommt aus Sektoren, wo die Österreicherinnen und Österreicher sagen, wenn ich mehr Geld habe, ne, ein bisschen mehr verdiene, dann geht das dorthin, zum Beispiel ins Fitnesscenter, in Freizeit, in Gastro. Ne. Das ist alles personalintensiv. Das heißt, wir haben so ein Aufwachsen der Nachfrage nach personalintensiven Gütern und Dienstleistungen einerseits und andererseits eben, dass wir beim Angebot
nicht so recht an die OECD Best Practice anschließen können. Letzter Punkt, wir hatten in Österreich in den letzten Jahren einen hohen Zuzug. Da sind also viele Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Österreich zugewandert. Das ist ja auch zurückgegangen. Nicht? Und das bedeutet, dass, dass auf der Angebotsseite nicht mehr so viel da ist, wie wir das gewohnt waren. Aber Sie haben jetzt angesprochen, sozusagen das Potenzial der Arbeitskräfte, das noch nicht aktiviert ist. Wie könnte man denn diese Arbeitskräfte aktivieren, wenn Sie zum Beispiel die Frauenbeschäftigung ansprechen? Da geht es ja wohl auch um Angebote für Kinderbetreuung, sonst wird es nicht funktionieren. Genau. Aber was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, um die Personen, die eigentlich arbeitsfähig wären, in die Arbeit zurückzuholen? Also bei den Frauen ist die Forderung ja schon lange, dass man die Kapazitäten für die Kinderbetreuung ausbaut, für Kleinkinder, aber dann auch Volksschülerinnen und Volksschüler, dass man ein Recht auf Betreuung hat, wie das in vielen Ländern der Fall ist. Das würde Rechtssicherheit geben. Die Leute fragen sich nicht, finde ich oder finde ich nicht eine Betreuung für mein Kind, sondern sie können davon ausgehen, dass da etwas ist. Das hat in Deutschland gut funktioniert. Ja, das, glaube ich, wäre ein Thema. Dann müssen wir uns fragen, wie wir vor allem bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr tun können, um vorsorgend die Gesundheit zu erhalten. Das ist ja nicht so, dass die Menschen sozusagen im großen Ausmaß die Arbeitsstätten verlassen, weil sie jetzt dann sich nach Mallorca verschüssen oder so. Das mag es auch geben, aber es ist ja häufig eben eine Frage der Leistungsfähigkeit. Ist man gesundheitlich noch in der Lage? Ich glaube, da muss man sehr viel früher anfangen. Und wir würden sicherlich auch bei dem einen oder anderen Parameter im Pensionsrecht arbeiten müssen. Nicht? Das ist auch etwas, das die Politik nicht hören will, das sich auch nicht gut anfühlt für uns alle. Ne? Länger arbeiten, wer will das? Aber eine Flexibilisierung eines Pensionsantrittsalters über das, was wir schon haben, es ist eh schon flexibilisiert worden, aber da kann man sich noch sehr viel mehr vorstellen, wäre, glaube ich, gut. Bonuszahlungen für die länger im Job bleiben, noch ausbauen. Wir werden sicherlich auch darüber reden müssen, wie man das Arbeiten per se attraktiver machen kann. Und da werden dann aber auch die Unternehmer in der Pflicht, oder? Ja, einerseits die Unternehmer natürlich, da wollte ich auch noch drauf hinaus, aber auch die Lohnnebenkosten, über die wir schon gesprochen haben. Arbeit in Österreich ist teuer, aber von diesem hohen Preis für Arbeit kommt bei den Menschen im Verhältnis, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, relativ wenig an. Und das bedeutet dann ja auch logischerweise, dass das Arbeiten gehen nicht so attraktiv ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber Sie haben vollkommen recht, auch die Unternehmen werden sich bemühen müssen. Und das läuft ja. Also Sie können kein Unternehmen finden heute, das nicht Schwierigkeiten hat, die offenen Stellen zu füllen. Ja, und sich dann aber auch überlegen, wie sie das machen. Ja, wir sehen, dass die Überzahlung der Kollektivverträge zunimmt, dass man finanzielle Anreize setzt. Flexibilisierung im Sinne einer besseren Ausgestaltung von Homeoffice versus Anwesenheitspflichten. Sabbaticals, dass man sagt, wir machen ein halbes Jahr in 3 Jahren Pause, dann kann der Angestellte, die Angestellte eine Weltreise machen oder ein Bildungsangebot wahrnehmen. Also da passiert sehr viel und ich glaube, dass der Wettbewerb um Arbeitskräfte schon längst da ist und automatisch dazu führen wird, dass die Bedingungen sich anpassen. Natürlich zögerlich, ja, kein Unternehmer zahlt gerne höhere Löhne, kein Unternehmer gefällt das, wenn er damit rechnen muss, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 2, 3 Jahren mal eine Pause machen, ein halbes Jahr. All diese Dinge sind mit Kosten verbunden. Deswegen ist klar, dass auf Arbeitnehmerseite da gezögert wird, aber der Markt wird hier gar keine andere Lösung überlassen. Ohne Arbeitnehmer werden die Arbeitgeber vielleicht dann einmal zusperren müssen. Man sieht das ja schon im Bereich Gastronomie und Tourismus, dass es einige Häuser gibt, die jetzt schon die Öffnungszeiten reduzieren müssen. Die von sich sagen, sie würden sehr große, sehr hohe Löhne bezahlen, bekommen trotzdem niemanden. Ja. Man stellt sich irgendwie auch manchmal die Frage, wo sind die Menschen hingekommen, die früher gearbeitet haben in den Dienstleistungen? Ist es auch ein demografisches Problem? Natürlich ist es auch ein demografisches Problem. Das ist noch nicht ganz angekommen in Österreich, aber das ist das, was auf uns zukommt. Es gehen stark besetzte Kohorten, Altersklassen in die Pension.
Und da hilft auch kein Aufschieben von Antrittsaltern und so weiter. Wirklich, das sind einfach große Kohorten, die in Pension gehen und es wachsen kleinere Kohorten nach. Das führt natürlich zu einem Druck und zu einer strukturellen Verringerung des Arbeitsangebotes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Reserven, die wir haben, mobilisieren, die ungefähr 400.000 Personen, von denen wir gesprochen haben. Aber das wird auch nicht reichen. Irgendwann ist diese Mobilisierung erreicht. Und wir sind da ja auch schon weitergekommen. In Deutschland sieht man, dass diese Mobilisierung schon im Großen und Ganzen durch ist. Da fehlt nicht mehr so viel wie in Österreich. Und da geht auch dann das Erwerbspotenzial schon zurück und drückt auf die Wachstumsrate. Das haben wir in Österreich bis 2025, 2026 noch nicht in dem Ausmaß. Aber danach wird das auch passieren. Darum muss man ganz klar auch über Zuwanderung reden. Also die Flexibilisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte ist Ausarbeitung. Genau. Ein weiteres Thema ist, das momentan breit diskutiert wird, ist die Staatsbürgerschaft, die österreichische, ob die leichter erlangt werden soll oder nicht. Der Bundespräsident hat sich dafür ausgesprochen, der Bundeskanzler dagegen. Sehen Sie dieses Thema auch als ein arbeitsmarktpolitisches Thema oder ist das rein demokratiepolitisch? Also könnte es auch ein Pull-Faktor sein, Arbeitskräfte nach Österreich zu holen, wenn es weniger rigide Regelungen für den Erwerb der Staatsbürgerschaft gäbe? Naja, also es ist eher ein demokratiepolitisches Thema, würde ich sagen. Aber insgesamt stellt sich schon die Frage, wie sieht es denn mit der Willkommenskultur in diesem Land aus? Und da zahlt dann natürlich schon eine sehr restriktive Staatsbürgerschaftsregelung ein, ne, und macht die Willkommenskultur etwas kleiner oder sieht weniger attraktiv aus. Wir werden uns in den nächsten Jahren um Talente bemühen müssen. Also da wird ein Wettbewerb ausbrechen. Den haben wir jetzt schon bei den Top-Führungskräften, aber der wird weit hinuntergehen in die Bevölkerung, in die Arbeitskräfte hinein. Das heißt, wir werden den Standort attraktiv machen müssen. Das heißt, möglicherweise schon, auch aus diesen Gründen, dass eine großzügigere Handhabung bei der Staatsbürgerschaft helfen kann. Sie haben jetzt schon in allen möglichen Themenbereichen immer wieder auch Punkte angesprochen, über die wir in Österreich, in Europa schon über viele Jahre, Jahrzehnte teilweise diskutieren. Und wo man jetzt das Gefühl hat, dass durch diese multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, möglicherweise wirklich etwas sich verändern könnte. Würden Sie sagen, dass wir uns auf eine Art in einer Zeitenwende befinden, die auch Chancen beinhaltet? Weil bis jetzt haben wir sehr viel Apokalypse gehört, was auf uns zukommt. Aber gibt es da auch Chancen? Natürlich gibt es Chancen. Jede Krise birgt Chancen in sich. Ich meine, jetzt leiden wir vor allem unter hohen Energiepreisen. Vor 2 Jahren wären wir vielleicht hier gesessen und hätten über CO2-Bepreisung gesprochen. Und ich hätte beklagt, dass eine CO2-Bepreisung, wie wir sie in Österreich jetzt haben, im Verkehr und Gas ab 1. Juli oder in Deutschland von 30 Euro pro Tonne, zu wenig ist. Nicht? Jetzt reden wir darüber, dass die Energiepreise sehr viel stärker steigen, als wir damals gedacht hätten. Ja? Und aus diesem Druck, der jetzt da ist, aus den Fossilen auszusteigen, kann natürlich auch eine Wachstumsgeschichte entstehen für die Erneuerbaren, Energieträger, eine Wachstumsgeschichte auch für alles, was da an Industrie dranhängt. Wir müssen ja sehr viel mehr tun, um unsere Gebäude zu dämmen. Wir müssen sehr viel mehr tun, um neue Prozesse einzuführen. Dort, wo man jetzt mit Kohle Stahl herstellt, wird man das mit Wasserstoff tun müssen. Wenn wir weiter Stahlproduktion in Österreich haben wollen, braucht es da Innovationen. Da läuft sehr viel und das wird alles beschleunigt durch diese Krise. Und deswegen ist das sehr positiv. Das ist eine der Krisen. Die zweite Krise oder eine der weiteren Krisen, über die wir bisher nicht gesprochen haben, ist, dass die freiheitliche Weltwirtschaftsordnung zerbröselt. Nicht? Also die Tatsache, dass es einen Weltmarkt gibt, ja, die geht zu Ende. Jetzt werden wir regionale Märkte haben. Das ist zunächst einmal mit einem Wohlstandsverlust verbunden, wenn wir nicht mehr so stark auf gutes und günstiges russisches Gas zugreifen können oder vielleicht auch mit China den Freihandel eindämmen müssen, weil wir feststellen, dass da politische Veränderungen stattfinden, die uns nicht gefallen können. Das ist Wohlstandsverlust. Aber gleichzeitig birgt es die Chance, dass wir in Europa den Binnenmarkt vertiefen, dass wir endlich eine Stromunion kriegen, dass wir den europäischen Arbeitsmarkt vertiefen, dass wir weiter große bürokratische Hürden, die wir im Binnenmarkt haben, abbauen. Es birgt die Chance, dass wir mit Ländern wie Kanada, Neuseeland, Australien, auch die USA
enger zusammenarbeiten als bisher, auch bei der Entwicklung von Technologien. Und diese positive Energie, die gilt zu nutzen, damit man sozusagen diese Krisen, die wir haben, ins Positive kehren. Wenn Sie sagen, die Globalisierung, wie wir sie bis jetzt gekannt haben, ist vorbei und wir sind in Richtung einer neuen Globalisierung unterwegs? Genau, also ich würde nicht von Deglobalisierung sprechen, aber von einer Transformation auch des Weltwirtschaftssystems. Wir werden mehr in Clubs denken. Ich rede von einem Klimaclub zum Beispiel, von Ländern, die sich klimapolitisch zusammentun, CO2-Preise einführen, Subventionen bezahlen für klimafreundliche Technologien, die sich dann aber absichern müssen nach außen gegen Handelspartner, die das nicht machen. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir hier die Stahlproduktion dekarbonisieren und dann kommt schmutziger Stahl aus dem Ausland nach Europa oder Österreich und verdrängt die saubere Produktion. Also dieses Denken in Clubs wird mehr werden. Das hat große Nachteile. Ja, viel besser wäre es natürlich, eine globale Lösung für die Umweltkrise zu finden. Aber es ist sehr viel besser, in Clubs voranzugehen, als überhaupt nicht voranzugehen. Und ich denke, dass das ein Teil dieser Transformation der Globalisierung sein wird. Wir sind leider schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Eine allerletzte kurze persönliche Frage hätte ich noch an Sie. Mhm. Martin Kocher, unser Wirtschafts- und Arbeitsminister, ist auch Wirtschaftsforscher, war davor IAS-Chef. Mhm. Könnten Sie sich auch als Wirtschaftsforscher vorstellen, in die Politik zu wechseln? Ich kann mir das nicht vorstellen. Warum nicht? Ich bin mit Leib und Seele Wirtschaftsforscher und nicht nur das. Ich bin ja auch an der Wirtschaftsuniversität Professor und das füllt mich aus, macht mir Spaß. Und zurzeit jedenfalls, ich habe 3 Kinder, die noch schulpflichtig sind, kann ich mir das nicht vorstellen. Also die mögliche Gestaltungsspielraum, den man in der Politik hätte, der reizt Sie nicht? Wir können am WIFO sehr viel mitgestalten, sicher immer nur aus der zweiten Reihe. Aber da haben wir in Österreich eine privilegierte Rolle und die gut auszufüllen, das ist schon eine große Herausforderung. Dann sage ich herzlichen Dank, Herr Professor Felbermayr, dass Sie heute bei uns in der Pressestunde zu Gast waren. Danke auch an Veronika Dollner, die mit mir die Fragen gestellt hat. Sie wissen es ja eh, unsere Pressestunde gibt es auch als Podcast nachzuhören. Sie finden unsere Sendung 30 Tage lang auf den gängigen Plattformen. Und bei uns geht es hier jetzt weiter mit dem Parlamentsmagazin Hohes Haus. Thema ist auch hier die Teuerungswelle. Gast im Studio ist Gerald Loacker, der Sozialsprecher der NEOS. Und Claudia Reiterer diskutiert am Abend im Zentrum zum Thema Notfallgas, Österreich unter Druck, mit einer Reihe hochkarätiger Gäste. Ich danke Ihnen an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Auf Wiedersehen.